Bidibidiba und moin moin liebe Sportsfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, Oliver, und heute geht es zum Teil 3 von seltenen Helden, die sich lohnen und die man aufheben sollte, vielleicht sogar mit Büchern versehen, je nachdem, wo man sie einsetzen will, aber lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir mal ins Spiel rein. So, der erste ist bei den Orks die doppelte Klinge. Hat auf der A1 einen 100% Heilungsverringerer, hat nur eine Chance von 35%, mit Büchern 45%, also kann schon ganz gut sein. Mindestens bei 2 Angriffen sollte er wenigstens einmal treffen mit dem 100% Heilungsverringerer, dadurch auch ganz gut für zum Beispiel Anfangsteams beim Feuerritter oder gegen Bosse, die sich heilen können. Also wenn man zum Beispiel Probleme bei Battle Khazar hat in der Kampagne oder so, auch hilfreich, oder bei dem Drachen, der sich heilen kann. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 50% für 2 Runden einen 15% Schwächungsdebuff zu verleihen. Die Chance kann man auch erhöhen von 50 auf 75% und die Abklingzeit auch noch senken, sodass es auf jeden Fall 3 Runden sind. Und das ist zum Beispiel auch für einen Clan-Boss gut, wenn man das alle 3 Runden setzen kann. Ansonsten auch natürlich für andere Dungeon-Bosse. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 50% für 2 Runden einen Blocker Abklingzeiten, Fähigkeiten Debuff zu verleihen. Die Wahrscheinlichkeit steigert sich um 100%, wenn das Ziel einem Heilungsverringerer Debuff unterliegt. Also hier die Kombination mit dem Heilungsverringerer schon ziemlich cool. Und die 50% Chance auch sehr gut. Die Fähigkeit braucht jetzt nicht unbedingt Bücher. Kann man zum Beispiel in der Arena auch benutzen. Also dadurch auch mit seinem Skillset ein sehr guter, ausgewogener, seltener Champion. Skinwalker, jemand, den ich sonst so nicht immer auf dem Schirm hatte, aber wo ich auch noch sagen muss, Keulenkämpfer lohnt sich auch, hat auf der A1 seine Schwächung, greift 2-mal an, hat eine Chance von 15%, lässt sich nochmal auf 25% steigern, das heißt, er hat damit eine ungefähre Chance wie Stahlschädel. Sein Gift prockt, hat er ungefähr genauso eine Chance, eben auch diesen Schwächungsdebuff zu procken. Und das kann beim Clan-Boss für Anfangsteams natürlich ziemlich gut sein oder bei Bosskämpfen. Vor allen Dingen, weil in den ersten Stufen des Spiels Schwächung meistens effektiver ist als Defensive verringern. Dann zweite Fähigkeit hat auch noch den kleinen Gift-Debuff von 2,5%. Er greift auch 2-mal an. Also wir haben hier 2 Fähigkeiten, die 2-mal angreifen, was auch für Feuerritter Anfangsteams zum Beispiel ziemlich gut sein kann. Und er hat noch ein Schild, das er den Verbündeten verleiht von 15%. Das kann man auch noch steigern auf 20, 25, 30, 35% der LP der jeweiligen Charaktere, die das Schild verliehen bekommen, und er macht noch einen Schadensreflexionsbuff ebenfalls auf das komplette Team, was bei Bosskämpfen auch und in der Arena auch sehr hilfreich sein kann. Und vor allen Dingen das Schild, weil wie gesagt, wenn man das Schild hat bei Bosskämpfen, wie zum Beispiel Clan-Boss oder so, kann es das Team auch nochmal länger am Leben halten, kann man auf 4 Runden auch nochmal runter reduzieren. Und er hat eine LP-Aura von 19% in allen Schlachten, also hier die Aura auch sehr gut, weil er dann auch als Lead eingesetzt werden kann für Starter-Teams. Dann bleiben wir gleich mal bei den Skinwalkern, da haben wir noch Krallenhorn. Bei ihm ist eigentlich nur herauszustellen, bei ihm gibt es eine bestimmte Fähigkeit, die man herausstellen sollte, weil die so ähnlich ist wie die von Paragon. Erstmal seine A1 greift einen Gegner an, steigert den Schaden entsprechend der Menge der LP, die dieser Champion verloren hat. Dieser Angriff kann nicht stark, kritisch oder schwach treffen, also das ist schon mal ein Nachteil, aber er ist ein LP-Champion, hat für einen seltenen Helden eine hohe Anzahl an LP, die kann man auch recht hoch bringen, und wenn er sehr viele Lebenspunkte verliert, dann wird der Angriff natürlich auch stärker. Ansonsten verleiht allen Feinden für eine Runde einen provozierenden Debuff, verleiht diesem Champion für 2 Runden einen 30% Def-Steigerungsbuff. Also hier ist auch 100% Quote und die Abklingzeit kann man auf 3 Runden runterbringen. Also das ist schon mal ziemlich gut, dass er alle provozieren kann und er auch quasi die Fähigkeit hat, 100% zu provozieren. Man kann natürlich mit Widerstand entgegenwirken, aber wenn seine Genauigkeit noch passt, dann schafft man es auch in der Regel genauso wie bei Molly Tankard, fast alle immer zu provozieren und ihn sozusagen als Tank einzusetzen, und damit eben auch wird er oft angegriffen und kann mit seiner A1 dann Schaden machen. Ansonsten, das ist eben das, was ich gut finde an ihm, verleiht diesem Champion für 2 Runden einen Unsterblichkeitsbuff. Das Ganze kann man von 5 Runden auf 3 Runden runterbringen, das heißt, er kann sich ziemlich oft, ziemlich lange unsterblich machen. Von daher ein sehr guter, seltener Held, den man auch mal im Blick haben sollte,
wenn man jemanden wie einen Tank sucht, zum Beispiel, wie Molly Tankard, kann man ihn auf jeden Fall auch einsetzen. Auch in der Arena kann er zum Beispiel provozieren auf das gegnerische Team. Also von daher gutes, ausgewogenes Skillset bei ihm für Arena und Dungeons. Dann habe ich auch noch einen anderen Skinwalker. Also wir sehen, heute ist es eine Skinwalker-Folge quasi. Graubart. Schwäche enthüllen, greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 50% für eine Runde ein Provozieren-Debuff zu verleihen. Ist leider nur ein Gegner, der provoziert wird, aber immerhin. Und das ist aber hier das Beste an ihm, sein Frost. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 25%, das lässt sich dann nochmal steigern auf 40% insgesamt und die Abklingzeit auch nochmal auf drei Runden runterbringen. Also alle drei Runden ist das schon ziemlich cool, kann man auch für die Arena gut benutzen. Der angerichtete Schaden ist abhängig vom Def-Wert, also er ist ja ein defensiver Champion und er hat einen relativ hohen Defensivwert für einen seltenen Helden. Von daher kann er auch damit einen guten Schaden anrichten, kann die Gegner einfrieren oder wenigstens einen Teil der Gegner, also auch eher für Crowd Control sehr gut geeignet. Verleiht diesem Champion für zwei Runden einen Schild-Buff, hat eine Chance von 80%, diesem Champion für zwei Runden einen Gegenangriffs-Buff zu verleihen. Der Wert des Schildes ist proportional zum Def-Wert. Dieser Buff lässt sich nicht entfernen, also das ist auch ziemlich krass. Er kann sich ein Schild machen, was man nicht entfernen kann. Man kann das auch noch runterbringen auf vier Runden Abklingzeit. Und wenn wir Glück haben, verleiht er sich eben auch noch einen Gegenangriff mit 80%, also auch ein sehr hoher Wert, dass er noch einen Gegenangriff bekommt und somit auch noch seinen Provozieren-Debuff wirken kann, wenn er eben den Gegenangriff macht. Ansonsten Def von Verbündeten in Dungeons um 30% ist ein ziemlich guter Wert für einen seltenen Champion und wie gesagt auch in Dungeons sehr gut einsetzbar. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, dass man seinen Skillset in der Arena für Anfangs-Arena-Teams gut benutzen kann, wenn man noch jemanden braucht, der das gegnerische Team so ein bisschen im Schach hält mit Frost. Dann haben wir einen Bannerlord, Myrmidon, war auch mal Teil von der Fusion, also musste da benutzt werden, um zu fusionieren. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 20%, den Ziel für eine Runde ein Provozieren-Debuff zu verleihen, wenn das Ziel höhere Maximal-LP hat als dieser Champion. Also das heißt, wenn jemand mehr LP hat als dieser Champion, kriegt er diesen Provozieren-Debuff. Gut, das kann man jetzt nicht unbedingt immer wissen. Aber er ist halt auch ein Defensivheld, hatte von daher auch meistens nicht ganz so eine hohe LP, hat meistens mehr Defensive und von daher kann er natürlich auch provozieren, ist aber nicht sein bester Skill. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 60% für zwei Runden ein 25% Angriffsverringerer Debuff zu verleihen und auch die Abklingzeit lässt sich auf drei Runden senken und die Chance lässt sich natürlich auch nochmal steigern um 20%, das heißt wir haben dann 80%, kann also auch gut für Bosse im Dungeons zum Beispiel sein oder auch beim Clan-Boss natürlich mitzuverwenden, wenn man niemanden hat, der einen Angriffsverringerer macht. Und ansonsten hat er auch noch einen Verbündetenschutz, verleiht allen Verbündeten für zwei Runden ein 50% Verbündetenschutz, verleiht diesem Champion für zwei Runden ein 15% Dauerheilungsbuff. Also er heilt sich selbst, hat den Verbündetenschutz und man kann das Ganze auf vier Runden Abklingzeit runterbringen. Also ein guter Schutzheld und eine Ergänzung zum Clan-Boss-Team, wenn man noch jemanden sucht, der irgendwie Verbündetenschutz und Heilung hat und einen Angriffsverringerer macht, dann er natürlich sehr gut. Und ansonsten hat er noch Defensive von verbündeten Dungeons um 20%, also auch für Dungeons einsetzbar als Lead. Dann bei den Barbaren Verbreiter der Wut war mal einer der neuen Champions, die für eine Fusion mit hinzukam, hat einen Dauerheilungsbuff auf der A1 von 7,5%, also einen kleinen Dauerheilungsbuff, greift einen Gegner an, ist ein Angriffschampion. Greift alle Gegner zweimal an, jeder Treffer bietet eine Chance von 50% für zwei Runden ein 2,5% Gift-Debuff zu verleihen, also auch hier als Gifter natürlich einsetzbar und der greift heute auch zweimal an und die Chance lässt sich auch nochmal steigern, also er kann eine relativ hohe Chance dadurch bekommen. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 40% für zwei Runden ein LP-Verbrennungs-Debuff zu verleihen. Also auch hier ist die Chance wieder steigerbar und der LP-Verbrennungs-Debuff natürlich bei Bossen und Clan-Boss auch möglich, zusammen mit dem Gift. Also auch hat er zwar nur den kleinen Gift-Debuff, aber wenn man halt niemand anders hat und er fällt hier sozusagen aus dem Splitter mal raus, dann kann man auch ihn auf jeden Fall benutzen, vor allen Dingen für die LP-Verbrennung. Seine Aura steigert Angriff von Verbündeten in Kampagnenschlachten um 21%. Okay. Also man kann ihn auch als Kampagnenfarmer natürlich wegen seiner A2 nehmen, aber er ist jetzt nicht der beste Kampagnenfarmer, sagen wir es mal so. Dann haben wir noch jemanden bei dem Heiligen Orden, Kaplan.
greift einen Gegner an, ist jetzt nichts Spezielles auf ihrer A1, dafür hat sie natürlich dann noch auf der A2 und auf der A3, entfernt alle Debuffs von Zielverbündeten und heilt ihn dann. Die Heilungsmenge richtet sich nach dem Angriffswert dieses Champions und diesen Angriffschampion hat über 1000. Für einen seltenen Champion ist es auf jeden Fall okay. Und wie gesagt, sie hat halt die Möglichkeit, Debuffs zu entfernen von einzelnen Helden. Man kann das auch auf 3 Runden runterbringen, kann ihre Heilung noch erhöhen. Greift alle Gegner an, heilt alle Verbündeten um 25% des angerichteten Schadens. Also dadurch, dass sie auch ihr Schaden auf Angriff basiert, ist es natürlich auch ziemlich cool, 25% des angerichteten Schadens als Heilung zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn der Treffer hier zum Beispiel auch noch kritisch trifft und relativ hohen Crit-Damage hat, kann man schon ziemlich viel Heilung durch sie verursachen. Also sie auch auf jeden Fall durch diesen Skill eine sehr interessante Heilerin hier. Dann bei den Hochelfenfechterinnen, auch eine von den etwas neueren Helden, hat einen Geschwindigkeitsverringerer, greift einen Gegner zweimal an, jeder Treffer bietet eine Chance von 15% für 2 Runden einen Geschwindigkeitsverringerer Debuff zu verleihen. Die Chance lässt sich auch nochmal steigern auf, ich glaube, 25%. Kann also auch, wie gesagt, beim Feuerritter interessant sein oder auch bei der Spinne, wenn man hier eine Geschwindigkeitsverringerung sucht, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut, weil sie mit der A1 ja auch mehrfach angreift. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 75% für eine Runde einen Lähmungsdebuff zu verleihen, stiehlt 20% des Rundenmeters des Ziels, wenn kein Lähmungsdebuff verliehen wird. Sie kann sozusagen einmal ein Ziel lähmen, was natürlich immer hilfreich ist in Dungeons, Kampagne, Arena und kann natürlich sich auch das Rundenmeter pushen, wenn sie kein Lähmungsdebuff verleiht. Aber die Chance, einen Lähmungsdebuff zu verleihen, kann auch auf 100% hochgebracht werden. Also das heißt dann, dass sie immer dauerhaft lähmen kann. Dann haben wir, greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 75%, auch hier auf 100% hochzubringen, für 2 Runden ein 30% Death-Verringerer Debuff zu verleihen. Ist zwar nur der kleine Death-Verringerer, aber der wirkt halt auf alle Ziele auch, vom Skillset halt sehr ausgewogen und sehr interessant. Steigert den Angriff von verbündeten Dungeons um 23%, also auch ein Dungeon-Champion hier. Wie gesagt, Einsatzgebiet wahrscheinlich Feuerritter ganz gut wegen des Geschwindigkeitsverringerers und den Mehrfachattacken auf ihren Skills. Und dann bleiben wir bei den Hochelfen. Rächer greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 30% für 2 Runden einen 30% Death-Verringerer Debuff zu verleihen. Also auf der A1 den Death-Verringerer drauf zu haben, kann bei Clan-Boss-Kämpfen zum Beispiel ziemlich interessant sein oder bei Boss-Kämpfen generell, wenn man jetzt niemanden hat, der sonst den Death-Verringerer setzen kann, kann man sie nehmen, weil sie auf der A1 eben diesen Skill hat, hat zwar nur 30%, kann man aber erhöhen auf 50%, also von daher für die A1 eine sehr gute Chance. Greift zweimal zufällig an, bietet eine Zusatzchance von 15% auf einen kritischen Treffer. Also das heißt sozusagen, man muss ihr nicht 100% Crit-Quote geben. Man kann ja auch einfach ein bisschen weniger geben, sodass es durch diese 15% noch ausgeglichen wird bei der A2. Und sie greift damit auch zweimal an und ist ein Angriffs-Champion, kann damit also auch einen harten Schaden machen. Greift ein Gegner an, diese Fähigkeit führt immer zu einem kritischen Treffer, also sozusagen zwei Fähigkeiten, wo sie immer kritisch treffen kann, das heißt, wenn wir ihr eine gute Crit-Quote mitgeben für die A2, dann können wir mit der A3 auch immer noch treffen und der Rest ist dann tatsächlich relativ guter Crit-Damage, weil sie hat auch für einen seltenen Champion einen ganz guten Angriffswert von 1398, also fast 1400 und den kann man dann natürlich auch noch mit hochbringen. Also von daher ein sehr guter Einzelschadens-Damage-Dealer für zum Beispiel auch Arena oder für Bosskämpfe kann man sie durchaus auch mitnehmen, wenn man jetzt niemanden hat, den man sonst verwenden könnte. Last but not least, Fleischer. Auf seiner 1 greift ein Gegner dreimal an, also mehrfach Angriff auf einen Gegner ist auf jeden Fall sehr gut für Feuerritter schon mal oder für andere Dungeons. Verleiht diesem Champion für 2 Runden einen 25% Angriffssteigerer sowie einen 15% Crit-Quote-Steigerer-Buff, gewährt eine Zusatzrunde, kann auf 3 Runden runtergebracht werden, das heißt also, er kann sich fast dauerhaft einen Angriffssteigerer und einen Crit-Quote-Steigerer verleihen, auch wenn es nur der Kleine ist, das heißt, er kann auch guten Schaden machen, vor allen Dingen mit seiner A1 gepaart, wo er dreimal angreift. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 50% für 2 Runden einen 60% Death-Verringer zu machen. Also er hat den großen Death-Verringer, man kann die Chance nochmal steigen auf 75% und
Er macht das auf alle Gegner. Also das heißt also, wir können sozusagen die Defensive von allen Gegnern verringern, wir können unsere Crit-Quote und unseren Angriff steigern und wir können dann nochmal dreimal zuhauen, was natürlich dazu führt, dass Gegner auch relativ guten Schaden durch ihn einstecken müssen. Auch für Anfangs-Arena-Teams oder für Dungeons eine sehr gute Wahl hier. Ja, da sind wir auch schon wieder durch mit 10 weiteren seltenen Champions, die sich lohnen auch mal mit zu betrachten. Und vielleicht auch, wie gesagt, wenn ihr niemanden habt, der euer Team ergänzt, zur Ergänzung mit reinzunehmen, vor allen Dingen für Anfangsteams, kann es dann durchaus interessant sein in Dungeons und so weiter, wenn man da weiterkommen will, solche Charaktere mit einzubauen oder auch manchmal ins Arena-Team, wenn man jetzt jemanden sucht, der alle provozieren kann oder alle einfrieren kann, warum dann nicht mal sowas wie Krallenhorn Graubart ausprobieren. Ja, ich hoffe, das Video war wieder informativ und hilfreich für euch. Falls ja, ein Abo ist immer noch kostenlos. Von daher abonniert noch schnell, bevor die Preise steigen auf 0,000 Cent. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Und ihr wisst, Standardkommentar schreiben und den YouTube-Algorithmus zu verwirren. Wir sehen uns beim nächsten Video, hoffe ich doch mal. Meine lieben Freunde, bis dahin. Tschüssikowski.